willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher Wild Hunt. So, wir müssen jetzt mit Ciri einen Weg zum Berggipfel finden. Und sie hat uns eigentlich in der Nacht gerade so ein bisschen aufgeweckt. Beziehungsweise in der Nacht vor. Avalach behauptet, dass Imlarits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Genau, also sie hat uns geweckt und hat uns gebeten mitzukommen. Weil es findet jedes Jahr eine Schabbatfest statt und da hat sie eine kleine Überraschung vor für einen der Gäste. Lass sie doch. Oh, aber sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Och, sollten aufbrechen, wir setzen uns ins Feuer. Wir setzen uns mal ins Feuer und schauen, was wir noch so rausfinden. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! meine Liebe. Wie süß mit Blumenkranze. Wir sollten gehen. Was wird denn gefeiert? Warum können wir nicht durch das Tor? Die Herrinnen kommen herunter und dann... Wir gehen jetzt mal alles wieder durch. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Du hast ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie. Fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Hä? Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht.
Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Eigentlich nicht. Wir wollen jetzt gehen. Vielen Dank. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Okay, Thekla, wir kommen zu dir. Bereitet euch vor auf ihn, denn ihr mal ganz kurz ein kleiner Händler. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Oh, jetzt dachte ich, gibt's auch so ein Blumenkränzchen. Wäre natürlich schön gewesen. Aber soll nicht sein. Wir haben eine gute Armbrust. Eine bessere Armbrust, die wir auch noch anlegen können dann später. Leb wohl. Jetzt, oder doch, das mache ich jetzt mal. Sonst vergiss ich es wieder. Ach so, ich hatte die gar nicht dran. Ich habe eh gar nichts dran, irgendwie habe ich das Gefühl. Bolzen mit Göder. Okay. Wir alle benutzen diesen Schleier, wann wie wir wollen. So, Thekla, wo bist du? Sicher ist nur, dass ein wahrer Nutzen noch keinem offenbar wird. Daher die vielen Fehler. Daher legen wir den Schleier im Dunkeln ab. Wohin des Wegs? Den habe ich schon mal gesehen. Gnädige Herrin, schenkt meinem Enkel Gesundheit. Er macht viel Unsinn. Aber er ist ein... Also ich kann mich daran erinnern, dass die Mumien ein bisschen anders ausgeschaut haben. Ich bitte euch. Aber gut. Guck mal, ein Kind. Ach, den kennen wir doch. Oder? Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Der Hansi! Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ja. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Fragen erstmal, was er hier macht. Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Schlimmer. Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Wir suchen einen Elfen namens Imlirit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Tja. Brauchen den Schlüssel. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder.
Drei Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Ja, wie geil ist das denn? Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Na klar, Hansi. Irgendwann sehen wir dich wieder. Der Mond geht auf, die Eule ruft nur mehr. So. Muss ich. Nee, das geht ja beides runter. Das ist ja wurscht, wo wir lang gehen. Ich hoffe, wir kriegen den Schlüssel. Ha, eines Tages können wohin wir uns deswegs? Richtig satt essen. Also damit wirklich? Wir doch durch das Tor gehen können. Beziehungsweise können wir da eigentlich nicht rüberklettern. Es klart auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Hm, spürst du schon meine Anwesenheit? Oder beziehungsweise Ciris Anwesenheit? Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hm, vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Ciri, was meinst du? Ich werde sie begleiten. Wenn sie auf den Berg geht, gehe ich mit ihr. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Ich gehe mit dir. Punkt. Äußerlichkeiten können täuschen. Ich bin würdig. Was soll das alles? Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt. Was, wenn ich die nicht schaffe? Ja, ich schaffe die. Soll ich da runterspringen? Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Ja. Also ich würde sagen... Und was ist los? Irgendwer kommt. Oh. Kriegen wir hin, oder? Zack. Oh, oh, oh. Ich sollte vielleicht meine Armbrust ausrüsten. So. Nochmal zum Zahn. Wo ist die Münze? Vielleicht hätte ich doch noch mal Luft schnappen sollen. Da ist sie. Jetzt aber hoch. Scheiße.
das war jetzt aber knapp, hä? Hohoho! Das war jetzt echt wirklich knapp. So, hüpf. Verdammt. Was ist das? Muss ich jetzt nicht machen, oder? Ich gebe jetzt Thekla die Münze. Wir möchten ja vor Tagesanbruch noch oben sein. Tu mal dein Schwert wegstellen, mein Lieber. So, und schon sind wir wieder da. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und was ist los? Komm, holen wir den Schwert. Wir sind zurück. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ich habe die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Vielen Dank. Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern. Ja, das kann natürlich sein. Entschuldigung. Charakter. So, da können wir jetzt auch mal was reingeben wieder. Ich glaube, wir gehen auf Vitalität. Beziehungsweise, ich weiß es noch gar nicht. Ja, ich glaube. Aber es bringt mir jetzt eigentlich auch gar nicht so viel, gell? Das kann ich mal. Achso, kann ich auch gar nicht. Trotzdem. Vitalität. Passt. So, Zeichen. Das wäre natürlich auch eigentlich mal ganz cool. Feuerstrom. Das machen wir. Halte Q gedrückt, um Zeichen in ihrem Alternativmodus zu wirken. Ja. Machen wir nochmal. Dann haben wir das auch verbraucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Feuerschaden. Das testen wir jetzt nämlich. Na, können wir nicht testen. Okay. Na gut. Was gibt's hier denn noch Schönes? Bevor wir durchs Tor gehen. Nicht viel, nicht viel. Wir gehen durchs Tor. In der nächsten Folge. Freue mich, wenn ihr wieder mit einschalten würdet. Und ich bin gespannt, was uns da oben erwartet bei dem Moment. Bis dann. Ciao. I'm sorry.